Dennis Kohlrus, Bankdrücken mit starken Frauen, Freunde. Keine Ahnung, was uns da auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Let's go mit Dennis Kohlrus, dem Strongman. Gib mein Bestes. Wenn du es reinschneidest, kriegst du richtig Ärger. Ich hasse Bankdrücken. Ich liebe Bankdrücken. Gestern 8 Stunden lang deine Videos geschaut, Alter. Respekt, danke, dass du dir das so lange geben kannst. Nilium Viviara 69 abonniert mit Prime und Matil 1337 ebenfalls. Danke euch, Freunde, für den Support. Der Hype-Train ist am Zünden. So, willkommen zurück, liebe Sportsfreunde, Freunde der gepflegten Kraftsportunterhaltung. Ich bin hier mit den wahrscheinlich 2 stärksten Mädels Baden-Württembergs. Oder? Dann mal sehen. Mit der Lil Erwin, du Spoiler-Mensch, das kommt gleich. Julia und eine Ann-Kathrin. Ich würde mal sagen, stellt euch mal vor. Und eine von den beiden hat den deutschen Bankdrückrekord. Wir werden aber nicht verraten, wer. Ihr müsst erraten und dann in die Kommentare schreiben. Weil wir machen jetzt Bankdrücken. Ich mag es nicht, die beiden mögen es, aber du magst es auch nicht, gell? Ich bin in anderen Disziplinen stärker. Freunde, seid ihr Team Bankdrücken? Haut 1 in die Chat. Wenn nicht, dann Kurzhantel Team Kurzhantel 2 in den Chat. Würde mich mal interessieren. Oh, weil die großen Menschen hassen Bankdrücken. Aber stellt euch mal vor, woher ihr kommt und was ihr so treibt im Baden-Württemberg. Okay. Ausgeglichen bis jetzt. Also ich bin Ann-Kathrin, bin 21. Komm, Team Bankdrücken muss gewinnen. Was ist denn? 20 Jahre alt, komme gebürtig aus Ravensburg am Bodensee. Mach jetzt, ja, so seit einem halben Jahr Powerlifting und dieses Jahr geht's mit den Wettkämpfen. Ich bin die Julia, ich bin 23 Jahre alt. Also sehr durchwachsen, ja? Mal Bankdrücken, mal Kurzhantel, okay? Ich bin auch. So, gucken wir jetzt aber mal, was die Damen hier zu berichten haben. Aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg und dann zum Studium nach Karlsruhe gezogen und mache jetzt seit circa 2,5 Jahren Powerlifting und war auch schon auf einigen Wettkämpfen. Ja. Und da soll es dieses Jahr weitergehen. Wo ist das Ziel? Immer weiter. Okay. Setzen wir da keine Gewichtsziele, sondern immer mehr. All the way up. Das ist schön. Also nicht nur aus. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Dampf haben, die beiden. Die sehen so standardmäßig aus. Aber wer weiß, ich bin gespannt. Baden-Württemberg sogar. Am Ende drücken die beide über 100 Kilo, das wäre doch mal was. Aus Badnerland würde ich ja sagen, oder? Ist die Götter Bodensee noch zum Badnerland? Schon. Ja? Weil das so komisch geteilt ich glaub, wir werden in den Kommentaren richtig Weiß Ärger bekommen. Ich nicht. Richtig Ärger. Okay, Bankdrücken würde ich sagen, wir machen uns jetzt warm und dann gucken wir mal, wo wir enden. Und ihr müsst herausfinden, wer hier den deutschen Rekord hat. Entweder ich, nicht, die Ann-Kathrin oder die Julia. Julia ist, glaube ich, die mit dem weißen Oberteil. Die ist ja auch riesig, ne? Die müsste über 1,80 sein, wenn Dennis knapp 2 Meter ist. Das sieht nach Technik aus, oder? Ja, sieht sehr gut aus. Ich mache beim Bankdrücken eher so die Markus-Rühl-Taktik. Das heißt, leg dich hin und drück du A. Aber sehr stabile Ausführung hier von beiden. Geile Aufnahme. Dennis ist 1,90. Ah, okay. Ja. Bizeps Maker, danke dir fürs Prime-Abo. Wenn ich jetzt, also Bankdrücken ist nicht so mein Steckenpferd. Wenn ihr da irgendwelche Tipps habt oder hier Technik, irgendwie immer her damit, ne? Das hilft mir. Hinlegen und drücken. Schön aus der Schulter raus und aus dem Trizeps. Ja, geben wir uns Mühe, hauen wir was raus, wenn uns was einfällt. Aber sind natürlich selbst auch keine Trainer oder so. Das heißt, auch wenn man eine gewisse Kraft auf der Bank hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass das die beste oder zielführendste Technik sein muss. Ja, ich glaube auch so. Ich glaube, da fragen wir den Akim. Akim! Hier wurde... Jetzt kommt auf einmal Akim Williams, das wäre doch mal was. Eine sehr interessante Aussage getroffen. Wenn man der Stärkste ist, hat man nicht unbedingt die Meister.
C-Neister, danke dir fürs Prime-Abo seit 7 Monaten. 7 Monate vegan und natural für William. So muss das sein. Ahnung, wer an der Front dient, kann der jemanden ausbilden? Es ist so wie bei den Professoren. Ja, erzähl. Man kann Profi auf seinem Fachgebiet sein, ja. Aber halt schon wieder so fern zum Menschen selbst, dass man es nicht mehr erklären kann. Danke. Danke. Moin. Schön. Ja. Schuhe angelegt. Ja, jetzt wird es richtig einfach mit den Schuhen. Jetzt wird es ernst. Mag ich Wachstum, machst du vor Wachstum. Finde ich geil. Allein auch Powerlifting an sich finde ich ist cool, Alter. Ist man mit injizierbaren L-Carnitin-Intus noch netti? Normalerweise ja, weil es ist ja derselbe Wirkstoff, ne, den du auch im Laden bekommst. Nur, dass der halt als Inject viel besser funktioniert. Du nimmst die Handel. Cross 91 mit über 100 verschenkten Abos ist wieder zurück im Business. Ich danke dir fürs Abo, mein Lieber. Guten Morgen. Aus, gehst in Position und bist von Natur aus schon 10 cm tiefer. Juniors Nudelpackung abonniert hier 5-mal, Digga, an die Community. Wir haben Hype Train Stufe 3 erreicht. Danke, Freunde. Wie die Rack-Position. Ja. Durch Schulterblätter. Du machst die Schulterblätter so weit nach hinten, dass du so tief liegst. Achte mal bitte drauf, ob ich das hinkriege. Das würde mich mal echt interessieren, weil ich habe jetzt gedacht, wie kriegst du die Hantel wieder rein? Aber du entspannst den Rücken, dann sind die Arme länger und dann knallst du es gerade. Cross knallt auch direkt nochmal 5 Abos raus. Digi, was geht denn ab? Danke, Mann. Ist das erlaubt? Ja, also auf Wettkämpfen wird ja eigentlich du hast ja 3 Kommandos, also kriegst ein Startkommando, wenn du die Hantel ruhig hast. Dann kriegst du das Presskommando, wenn du die Hantel auf der Brust abgelegt hast. Und wenn du sie dann wieder hochgedrückt hast, kriegst du das Rack-Kommando und ab da übernehmen eigentlich die Spotter. Cross, Bro, reicht! Schon wieder 10 Abos, Digga. Insgesamt 128 Abos. Was geht ab? Reicht, Brudi. Danke dir, Mann. Wahnsinn. Hör auf damit. Nie gedacht. Hör auf, Junge. Dass die Hantel tiefer sein kann bei der Startposition wie das Rack. Nee, das ist erlaubt. Digga, der Cross, der ist doch wirklich irre, ja? Danke, 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 Mann. Das ist erlaubt. Wir sind Hype Train Level 7, Alter. Wird das heute ein neuer Rekord? Bankdrücken auch neue Regeln eingeführt. Die wichtigste davon ist eigentlich, dass es jetzt auch eine Tiefe beim Bankdrücken gibt. Beim Beugen gibt es ja schon lange, also dass die Hüfte tiefer sein muss als das Knie. Und beim Bankdrücken gibt es jetzt so eine ähnliche Regel und dabei muss am untersten Punkt die Unterseite des Ellenbogens auf gleicher Höhe mit der Oberseite des Schultergelenks oder tiefer sein. Genau. Weil man versucht eben diesen krassen Arch, also die Brücke zu vermeiden. Ich bin gespannt, was da gleich für Gewichte kommen. Leute bei den Damen. Weil Technik ist auf jeden Fall unnormal gut, ne? Gibt die so viel dann nur noch drücken. Ja. Und deswegen wurde jetzt die Tiefe beim Bankdrücken seit. Das finde ich absolut sinnig. Ja, finde ich. Du natürlich nicht, gell? Doch. Ich habe Glück, bei mir passt es gerade noch so, aber. Cross, ich glaube, du bist die ganze Zeit auf der 1. Ja. Wo kommt das her? Kommt das aus Amerika oder machen das jetzt die Deutschen für sich? Nee, das kommt von der IPF. Ja. Also weltweit ist das jetzt. Macht Sinn, ich finde das gut. Ja. So, dann machen wir mal hoch und gucken, wo ich das hinbekomme. Ich glaube, so ein 100er drücken die auf eine Wiederholung. Gehe ich mal von aus. Cross, angenehme Schicht, mein Lieber. Aha, jetzt habe ich es. Jetzt ist er tief. Oh, Toni ist am Start und abonniert auch nochmal rein. Ich danke dir, Bro.
Hype Train Level 7, Alter 11%, ihr seid der Wahnsinn. Ich dann unten gemerkt, weil ich finde, man merkt dann unten, dass man so ein bisschen so einen Bogen hat. Du spannst den Latt rein. Genau. Und dadurch zieht die Schulter nochmal weiter runter. Und nach. Toni ist der Kollege, wo wir trainieren waren letzte Woche Freitag, im Kerker. Ich überlege, ob wir den Kerker, sollen wir den nicht umbenennen in Gulag? Das wäre doch auch mal. Unsere Cousine drückt ja auch über, drückt Amella, das ist meine Cousine aus Polen, drückt die echt über 100 Kilo? Ehrlich? Nach vorne finde ich ein bisschen. Also die zieht die Schulter nicht hoch, sondern eher nach unten. Ja, ja. Nach unten und nach hinten. Ja. Das muss man mal üben. Also ihr habt es gehört, meine Cousine Anfang 20 drückt auch über 100 Kilo aus Polen. Wusste ich gerade nicht. Junge, das hier, was wir da sehen, das würde ich niemals hinkriegen. Ich habe so eine ekelhafte Mobilität, Alter. Wie die sich da verrenkt, nie im Leben. Wir haben jetzt schon bereits 70 Kilo. Richtige Garnele, ja Mann. Nein, das ist kein Schummeln. Diese Brücke, das ist normal im Powerlifting. Das darfst du machen. So habe ich jahrelang trainiert für meine Überkopfarbeit. Die Eselsbrücke, dass jeder Zentimeter an Weg Potenzial hat zur Beschleunigung. Quasi jeden Zentimeter, wo die Hantel sich nach oben bewegt, ist Potenzial da, sie zu beschleunigen. Das ist auch beim LKW-Ziehen so. Viele ziehen. Das ist beim LKW-Ziehen, als ob das was völlig Normales ist. Ich ziehe mal eben den LKW weg. Truck, bring ihn auf Geschwindigkeit X und bleiben dort. Ich ziehe vielleicht langsamer an, aber ich beschleunige konstant. Ich werde bis ins Ziel immer wie immer bis 23 Uhr, kurz nach 23 ungefähr. Schneller mit ihm. Und das versuche ich auch in die Hanteln rüberzubringen. Dass, wenn ich jetzt einen noch längeren Arm hätte, dass ich immer schneller werde. Ja. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Es fehlt dir Kraft oder Disziplin? Kauft dir unser Kreatin. Geile Werbung. Eisenberg-Kreatin. Cool. Geil gemacht. Wir streamen heute am Donnerstag, weil morgen der Stream ausfällt, weil ich ihm nach Berlin fahre. Speed. Also 70 Kilo ist für die beiden Damen so gut wie nichts. Die gingen ja flott rauf. Weil du hast gewinnt, der Weg wird immer schneller. Durch einen immer schwerer werdenden Widerstand. Und dann lernt dein Körper einfach durch diesen Widerstand. In Berlin stehen sehr, sehr coole Videodrehs an. Wartet ab, wird gut. Widerstand, der immer mehr wird, durchzuschieben. Weil das ist, glaube ich, du drückst unten an, dann merkt dein Körper Widerstand und dann macht er langsam. Anstatt die beschleunigte Hantel noch mehr zu beschleunigen, weil beschleunigtes Gewicht ist ja leichter. Ja. Also Freunde, beschleunigtes Gewicht ist leichter, das muss ich mir merken. Ganz schnell drücken. Wie oft trainiert ihr in der Woche? Also Ann-Kathrin und ich trainieren beide viermal die Woche und ich hab die gerade verwechselt, Ann-Kathrin ist die andere, okay. Bankdrücken, so wie heute, machen wir tatsächlich an jedem Tag. Also wird viermal die Woche Bankdrücken gemacht. Bei dir jetzt? Nee, auch wir beide, ja. Warum? Je mehr Volumen, desto mehr Progress.
Und bei der Bank ist es tatsächlich so, es ist jetzt nicht so wie beim Kniebeugen oder beim Kreuzheben, dass sie halt viel Fatigue produzieren und es krass irgendwie aufs ZNS geht, sondern davon erholst du dich sehr schnell, deswegen kannst du es auch Ich mag im Powerlifting dieses Denglisch. Das magst du oder das magst du nicht? Das sollen die Leute mal entscheiden. Sarkasmus ist modern. Jetzt Achtung. Komm, Schuh! Oh, da wird es langsam schwer. Was hat man jetzt hier? Ich glaube, es sind 80 Kilo. Da war die schon gut am Kämpfen. Also die hat jetzt eine weiße Scheibe, die andere eine schwarze. Was hat denn hier an Gewicht? Easy. Was ist denn die weiße? Ist das eine 5er? Wie bist du denn zum Powerlifting gekommen? Also es hat sich eigentlich so ein bisschen ergeben. So, ich war im Fitnessstudio. Iron Oleg abonniert mit Prime, danke dir. So, man hat halt so vor sich hin trainiert und irgendwie man hat gemerkt, dass man ein bisschen stärker ist als die anderen und auch irgendwie bei mir kam... Weiß ist 5, okay. Dann sind es 80 Kilo, ja. Heben, also ich war ziemlich früh schon im Heben relativ gut und dann haben halt so Freunde und Bekannte und Familie... Ach, schwarz ist 2,5. Danke, Freunde. Familie auch immer so gesagt, so, Ann-Kathrin, komm, mach doch mal irgendwas damit. So, geh doch nicht nur ins Fitnessstudio. Und ich dachte immer, ich bin viel zu irgendwie, ja, nicht stark genug für Powerlifting. Danke, Armin. Hab's dann aber doch mal probiert und war dann beim Probetraining, sogar bei der Julia. Und irgendwie, so hat sich das dann ergeben. Und dann habe ich rausgefunden, dass ich doch relativ gute Chancen so habe. Und ja, doch, der Sport ist einfach echt schön, macht voll Spaß. Natürlich macht das Spaß. Sehr cool, Alter. So, sehr sympathisch, die beiden. Sophie, danke dir fürs Abo Stufe 1. Vielen lieben Dank. Richtigen Voice Crack gehabt. Sophie! Sehr schön. Dennis? Ja, 120 Kilo? Ey, übel. Schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt geht's ab. Boah, da kriege ich ja Herpes, ne? Wenn ich sehe, wie die Scheiben da sortiert sind. Das geht mal gar nicht. Jetzt neuer Rekord. Ja. 80 Kilo. Ja, schauen wir mal, ob es hochgeht. Und jetzt komm raus. Komm. Komm. Ich bin ja echt... Schade. Echt Laie im Bankdrücken. Aber ich sehe das so in manchen Übungen, dass Leute... das Gewicht kommt runter. Und dann gibt es ja so eine perfekte Linie. Nicht so drücken, nicht so. Diese perfekte Linie. Ja. Dass du die, du hast sie jetzt nicht getroffen. Richtig geil. Du hast jetzt eher so weggedrückt, dann sind die Handgelenke kurz nach vorne gekommen und dann bist du eingesackt. Oh, 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 oh. 70, 80, 90 Kilo. Wow, stark. Haben wir hier 50, 100, 120, 140, glaube ich. Packt auch schon sehr, sehr eng, ne? Der Dennis. Sah auch noch sehr easy aus. Ja, aber im Kopf war schon Krieg. Ja? Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja. Siehst du nicht meine Augen? Noch ein bisschen. Was ist das? 1,25? Microplates. Ich habe gelernt, die heißen jetzt Microplates. Meinst du, du schaffst deinen Rekord? Vollgas. Ich hoffe es, ja. 96 Kilo? Yes. Man muss ja immer optimistisch sein. Komm, komm, schieb, schieb! Ja. Jawohl! Jawohl! Ich sag ja, 100 Kilo. Respekt! Nicht mehr lange, dann schafft ihr die magischen 100 locker. Komm, zwei noch. Komm, Schub. Ja. Ah. Einer. Der ist noch drin. Komm, komm. Stark. Jawohl. Ja.
Mehr Kilo noch von unten. Mehr. Haben wir jetzt die 100 Kilo? Ja. Jo, 100 Kilo auf der Bank. Schön festmachen. Und Speed. Ich sag, sie schafft es. Unten raus. Oh, die wartet zu lange oben. Komm! Schieb, komm! Komm! Ja, ja, ja! Ah, schade. Ja, 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 ja! Was gibt. Ich dachte, sie packt es. Ihr jungen Frauen mit auf dem Weg, die vielleicht jetzt denken, Kraftsport ist nichts für mich oder allgemein. Was sagt ihr, weil ihr seid ja knapp 10 Jahre jünger wie ich. Wie seht ihr so die Jugend? Sind die sportbegeistert oder seid ihr so eine... Voll, der Fitnesstrend in den letzten Jahren ist ja explodiert, Alter. Ausnahme. Gefühlt jeder ist im Fitnessstudio angemeldet. Jeder macht Kraftsport, was ja auch gut ist. Oder kommt da viel nach im Bereich Kraftsport? Dann wollte ich einfach mal fragen, wie ihr das so seht. Also ich würde jetzt mal so sagen, dass ich finde, dass sehr viele junge, sportbegeisterte Kraftsportlerinnen nachkommen. Ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass das einfach auf Social Media oder im Internet viel präsenter ist und man dann auch so ein Vorbild hat, an dem man sich orientieren kann. Wie bei uns jetzt vielleicht eine Lea Schreiner oder so, dass man halt auch bekannte Leute... Haben wir uns auch angeschaut, ne, die Lea. Auch sehr brutal. Sport machen, die dazu animieren, auch selbst an die Langhantel zu gehen. Mhm. Ja, das wäre so mein... Habt ihr die Ambition oder die Idee, selber YouTube zu machen? Also die Idee war jetzt schon so gerade 2023 ja. Schon mal zu gucken, was da so geht. Vielleicht selber mal ein bisschen anfangen. Ich würde sagen, wenn ihr heute nach Hause geht oder morgen oder übermorgen, legt ihr euch mal einen Blanco-Channel an. Den verlinke ich hier. Da ist noch nichts drauf. Sehr, sehr sympathisch vom Dennis, dass der die da schon jetzt supportet. Aber wenn ihr die Mädels unterstützen wollt, und das lege ich euch wärmstens ans Herz, unterstützt die zwei. Die haben noch Großes vor und die werden noch Großes erreichen, bin ich mir sicher. Dass ihr denen schon mal ein Abo schenkt. Und dann bin ich immer gespannt aufs erste Video. Ihr könnt ja auch grundsätzlich mal in die Kommentare schreiben, ob euch sowas interessieren würde. Also Frauen an der Langhantel. Doch, ich finde tatsächlich, wir haben zu wenig Damen-Content, stabilen Damen-Content, ja, in Deutschland. Da müssen mehr kommen. Mehr, das wäre gut. Und wenn ja, vielleicht auch schon welche Video-Ideen oder was würdet ihr da gerne von uns sehen? Einfach mal in die Kommentare reinhauen und dann gucken wir mal, was wir da so zaubern. Und dann würde ich sagen, reicht's fürs Bankdrücken heute. Die Tradition verlangt es, dass die Gäste meine Videos verabschieden. Ja, das war jetzt das Ende vom Video. wie sagt man immer so schön, liken, teilen, Glocke aktivieren. Ja, genau. Richtig, merkt euch schon mal den Spruch. Und wir hoffen, ihr habt ein bisschen vielleicht Sachen mitnehmen können, ein bisschen Spaß gehabt beim Anschauen und macht jetzt alle selber auch Bankdrücken. Genau. Mach ich morgen. Hat was mit dem Video, Freunde. Interessant, mal die Mädels zu sehen an der Langhantel. Die hatten auf jeden Fall gut Power. Ich denke mal, mit den 100 Kilo wird es bei der einen, ich habe ihren Namen vergessen, Entschuldigung, sonst verwechsel ich das jetzt, ob es die Ann-Kathrin oder Julia war, weiß ich nicht. Die 100 Kilo wird die in Zukunft definitiv packen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommentiert das Video fleißig, wenn ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr mich supporten wollt, beispielsweise ein schönes Whey-Isolat oder beispielsweise ein Whey-Protein oder einen schönen Booster, könnt ihr wie immer euch den besten Deal sichern mit dem Rabattcode William auf esn.com. Ich danke euch für den Support. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.